Guten Tag, hallo zusammen. Erstmal vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserem Webinar. Ich bin Issam Bentoumi und arbeite bei Ihnen als Sales Manager für DACH-Länder. Wie Sie wahrscheinlich wissen, werden wir heute die Bedeutung der Maschendatenvalorisierung für einen Maschinenhersteller und seine Kunden besprechen. Ich werde Ihnen zeigen, wie unsere dedizierte Lösung für Maschinenhersteller eine Antwort auf die heutigen Maschendatenherausforderungen bringen kann. Zum Anfang ein paar Wörter über uns. News ist ein französisches Start-up-Unternehmen, das vor 5 Jahren im Jahr 2015 gegründet wurde. Unsere Firma besteht aus 20 IT- und Industrieenthusiasten. Unsere Büros befinden sich in Paris. Bei der Gründung unserer Firma haben wir verstanden, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Maschinenhersteller ist. Maschinenhersteller repräsentieren 80% unserer Kunden. Seit unserer Gründung könnten wir ihr Vertrauen gewinnen und ihnen den erwarteten Mehrwert bieten. Zu Ihrer Information haben wir Maschinen auf alle Kontinenten vernetzt, von Australien bis zu den USA. Unsere Lösungen sind in mehr als 80 Produktionsstandorten weltweit und haben insgesamt mehr als 1800 Maschinen vernetzt. Im Allgemeinen helfen wir industriellen Akteuren, ein höheres Niveau an Ökoeffizienz und Leistung zu erreichen. Dies wird natürlich zu einer geringeren Verschwendung von Zeit, Material, natürlichen Ressourcen und Energie. Unsere Lösung für Maschinenhersteller heißt INEOS MRM. MRM steht für Machine Relationship Management. INEOS MRM ist eine SaaS-Lösung. Das bedeutet, dass wir über eine leichte Infrastruktur verfügen, um die Applikation in der Cloud zu betreiben. Die Lösung wird als White Labeled Application geliefert. Das bedeutet, dass die Applikation, die Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen, Ihnen gehört. Ihnen mit Ihren Farben, Ihrem Logo, Ihrer Umgebung und Ihrer Grafikcharta. Also, so wie Sie es verstehen, besteht das Hauptziel der Applikation darin, Ihre technischen Experten, Ihre Servicetechniker und Ihren Kundendienst mit den Mitarbeitern, den Endbenutzer zu verbinden. Und das Ziel unseres heutigen Gesprächs ist es, zu zeigen, wie es funktioniert. INEOS MRM besteht aus 3 Hauptteilen. Erstens die Fähigkeit, eine digitale Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Kunden zu ermöglichen. Dies ist ein sehr wichtiger Teil, da er den gesamten Inhalt und den historischen Lebenszyklus des Assets qualifiziert. Und hier werden alle Verbindungen und Kommunikation zwischen Ihnen und Ihren Kunden rationalisiert. Nur damit Sie es wissen, 90% der Lösungen für technische Probleme sind in den E-Mails gespeichert. Ich meine hier die E-Mail von Ihrem Techniker, Ihrem Partner oder Ihren Kunden. Der Punkt ist, dass der Zugang zu diesen Informationen schwierig ist und diese Informationen auf breiter Basis zu verbreiten. Um diesen Punkt zu rationalisieren, muss man sicher sein, dass jeder die gleiche Sicht auf die Anlagen hat. Darüber hinaus hilft es, den Kontext der Produktion zu kennzeichnen, um zu verstehen, was wirklich an der Maschine geschieht, was nicht immer nur mit Maschinendaten leicht zu verstehen ist. Und die Kombination von Mensch und Maschinendaten hilft dabei viel. Mit dem zweiten Teil beginnen wir mit der Konnektivität der Maschinen. Die erste Verbindungsebene der Maschinen soll die Differenzierung ihrer Ausrüstung gewährleisten. Sie könnten die Ausrüstung für eine bessere gegebene Leistung verkaufen, zum Beispiel mit den Gesamtbetriebskosten, einem besseren Qualitätsniveau und so weiter. Damit die Kunden in jedem Fall eine Maschine mit einer bestimmten Leistung erhalten, diese auch nutzen können, müssen sie das Leistungsniveau aufrechterhalten. Das zweite Teil befasst sich mit der Möglichkeit, in der Kundenbetreuung proaktiv zu werden. Das ist ein sehr interessanter Teil, den die digitale Technik ermöglicht, weil sie den wahrgenommenen Wert des Supports, den sie ihren Kunden bieten können, verändert. Stellen Sie sich vor, Sie können den Kunden anrufen, bevor der Kunde das Problem bemerkt, bevor der Kunde das Problem mit seiner Maschine hat. An dieser Stelle wird der Wert des Services wirklich höher, weil Ihre Serviceabteilung nicht mehr reaktiv, sondern proaktiv ist. Dies ist auch eine Möglichkeit in der Expertise, die Sie mit dem Kundensupport liefern, zu entscheiden, ob Sie mit den Daten
den Algorithmen automatische Sachen an ihren Kunden delegieren wollen. Und andere Sachen, bei denen sie der Meinung sind, dass ihre Techniker da sein müssen, um die richtige Diagnose zu stellen. Und die dritte Ebene basiert immer noch auf den Maschinendaten, aber vielleicht auf einem bestimmten nützlichen Datensatz und wird Advanced Services genannt. In diesem Teil handelt es sich um kritische Dienste auf Ihrer Anlage, die Sie anders verpacken, definieren möchten. Hier sprechen wir viel über prädiktive Wartung, Qualitätsoptimierung und alle Prädiktionsoptimierer und andere Aspekte, die den Endbenutzer einen großen Mehrwert bringen. Wir sind der Ansicht, dass diese Elemente ein sehr wichtiger Teil des Projekts sind, aber sie müssen als Mehrwertdienste identifiziert werden. Wir halten diesen Teil für wichtig, weil er Auswirkungen auf das von Ihnen vorgeschlagene Geschäftsmodell haben wird. Nur um es pragmatischer zu machen, kurz vor der Demonstration ist es ein Beispiel für ein vernetztes Dienstleistungsportfolio. Also hier geht es um eine Werkzeugmaschine, auf der wir die folgenden vernetzten Dienstleistungen anbieten können. Also erstens Variationen im Energieverbrauch, um zu verstehen, wie sich die Maschine in Echtzeit verhält. Dann allgemeine Maschinenleistungsindikatoren, wie zum Beispiel OEE, Optimierung von Formatwechseln, Produktionsberichte, Analyse von Maschinenfehlern und so weiter, um den Betreiber für eine gute Anwendung der Maschinen zu coachen. Smart Alerting auf der Basis von schwachen Signalen. Erkennung und Optimierung von Ausschussteilen. Dann durch präventiv und prädiktive Wartung mit Spindel und Achsen. Übrigens könnte dies auch für die gesamte Linie durchgeführt werden. Maschinen können für sich allein in Betracht gezogen werden, aber wir können auch sie als Teil einer ganzen Linie in Betracht ziehen. Die Dienstleistungen, die Sie den Kunden mit einer Lösung wie InUserMeerem anbieten, richten sich auch an Betreiber und Servicetechniker. Wir sollten dabei den menschlichen Teil nicht vergessen, denn es ist die Möglichkeit, eine kollektive Intelligenz im System zu kapitalisieren und diese kollektive Intelligenz an die Arbeitskräfte zu verteilen. Um meinen Standpunkt zu veranschaulichen, werde ich jetzt den Einsatz von InUserMeerem in einem täglichen Kontext zeigen. Jetzt werde ich eine Rolle spielen. Heute bin ich ein Kundendienstmitarbeiter und ich fange meinen Tag und meine Woche an und ich will wissen, was in der Wochenende passiert ist. Also hier in Blau habe ich alle Kunden von mir, die keine vernetzten Maschinen haben. Sie benutzen nur dieses Modul von digitaler Zusammenarbeit. Alles, was grün ist, sind alle Standorte, die vernetzte Maschinen haben und mit denen alles läuft in Ordnung. Aber in Rot habe ich alle Standorte mit vernetzten Maschinen, wo es ein Problem gibt. Also jetzt, ich sehe, dass ein Kunde von mir in Italien ein Problem mit seinen Maschinen hat. Also ich werde ein bisschen mehr darüber erfahren. Ich klicke drauf und jetzt sehe ich die ganze Linie. Und ich sehe hier ein Problem mit der Vorderwand. Und ich klicke drauf. Und ich sehe, dass für diese Vorderwand haben wir ein prädiktives Modell implementiert. Also die Maschine kann alleine keine Diagnose selbst machen, um zu sagen, in wie viel Zeit sie ein Problem haben wird. Also hier sieht man, dass diese Vorderwand sagt, dass 75 Betriebsstunden wird ein wichtiges Problem haben. Und jetzt hier haben wir eine Analyse des Verhaltens der Vorderwand. Und hier als Kundendienstmitarbeiter kann ich meinen Kunden informieren, dass er diese Arbeitsanweisungen machen muss, um dieses Problem zu lösen. Und auf diesem Fall sieht man, dass dieses Problem
ist ein Grund von einer schlechten Schmierung des Geräts. Also, was muss der Kunde machen? Er muss erstens das machen und er klickt drauf, sobald er diese Task gemacht hat, dann das machen muss und er muss einige Informationen geben, um eine gute Diagnose, um auch dieses Problem zu lösen. Und ja, also ich habe das technische Problem jetzt gelöst, aber ich sehe auch, dass ich habe auch andere Informationen zur Verfügung. Ich weiß es, dass als wir die Maschinen verkauft haben, haben wir die Maschinen mit einer Verfügbarkeit von 90% verkauft. Und ich sehe hier, dass die Leistung, Verfügbarkeit ist nur von 87%. Also was kann ich als Kundendienstmitarbeiter machen, damit mein Kunden die Maschinen besser benutzt, damit er auch seine Verfügbarkeit und seine Leistung verbessern kann. Also alles, was mit Qualität verbunden ist, das ist ja ziemlich gut. Das ist relativ okay. Ich sehe, dass er insgesamt 43.000 Flaschen produziert hat und nur 615 davon haben eine schlechte Qualität, sind aus Schussteilen. Also okay, das ist ziemlich gut. Aber ich sehe, mit diesem Changeover Score, das ist ja Formatwechsel Scoring, dass er nur 2 Sterne hat. Was kann ich machen, damit er 3 Sterne hat und seine Leistung verbessern kann? Also ich klicke drauf und hier normalerweise habe ich alle Informationen, über was er mit Formatwechsel gemacht hat. Und ich sehe, dass in der letzten 7 Tage hat meine Kunden 47 Mal die Format gewechselt. Und insgesamt hat er fast 29 Stunden benötigt, um diese Formatwechsel zu machen. Das ist ziemlich viel. Und wenn ich ein bisschen mehr darüber wissen will, habe ich auch detaillierte Informationen da. Und ich sehe sofort, dass mein Kunden Schwierigkeit hat, wenn er vom 1 Liter Format zu 1,5 Liter Format wechseln muss. Also insgesamt in der letzten 7 Tage hat er fast 4 Stunden benötigt, durchschnittlich diese Formatwechsel zu machen. Ich sehe auch dazu, dass einmal hat er fast 8 Stunden benötigt, für dieselben Formatwechsel zu machen. Also, okay, als Kundendienstmitarbeiter, was mache ich? Ich nehme Kontakt mit meinen Kunden an. Okay, und hier sehen wir das Newsfeed, wo alle Interaktionen von Menschen und Maschinen hier erscheinen. Und ich sehe, dass ich Kontakt mit meinen Kunden aufgenommen habe, um zu sagen, hey, ich stelle fest, dass du ein paar Probleme mit diesem Formatwechsel hast. Also, was ich dir vorschlagen kann, ist es vielleicht eine Intervention, eine Ausbildung zu planen, damit du das besser machen kann. Und gleichzeitig kann ich auch ein Checkup von der Maschine machen. Das ist nur eine Empfehlung. Ich bin jetzt proaktiv. Und damit er Bescheid weiß, hier schreibe ich den Namen. Von der Ansprechpartner und ich sage Ihnen, dass ich kommenden Freitag kommen werden. Okay, perfekt. Also ich habe jetzt ein Problem gelöst, damit er seine Leistung verbessern kann. Und parallel dazu, ich weiß, dass mein Kunde hat die Maschinen vor einem Jahr gekauft. Also was heißt das? Was heißt das? Es heißt, dass die Garantie immer noch läuft. Und wenn mein Kunde die Garantie respektieren will, er muss alle Wartungsoperationen machen. Und ich sehe hier, dass er hat 3 davon verpasst. Ich klicke drauf. Okay. Und noch einmal bin ich auf dem Newsfeed und ich will nur sehen, was er verpasst hat. Also Due Date. Best View. Und ich sehe, ja, in der Tat, er hat 3
Wartungsoperation verpasst. Er hat das nicht gemacht. Und ich sehe auch, dass er etwas mit dem Vorderband verpasst hat. Und das ist vielleicht der Grund, warum der Vorderband ein Alarm hat. Also jetzt, ich werde ihm sagen, dass er alles machen muss. Und wie Sie es sehen können, gibt es die geeigneten Arbeitsanweisungen, damit er sofort Bescheid weiß, was er machen muss. Also ich sage ihm, okay. Weiter, das musst du unbedingt weitermachen. Und normalerweise kriegt er eine Notifizierung, wo er weiß, dass er das bedingt machen muss, falls er seine Garantie respektieren will. Also, perfekt. Also jetzt stelle ich fest, dass vielleicht im Endeffekt habe ich eine Reise gespart. Ich meine, dass ich war von meinem Büro und ich habe geschafft, meinen Kunden zu empfehlen, damit er seine Leistung verbessern kann und auch ein Problem vermeidet mit diesem Vorderband. Und ich bin von dem Büro geblieben. So, jetzt weiter mit der Präsentation. Über die Studio-Plattform. Die Studio-Plattform ist ein Teil von Intus MRM-Lösungen. Ist die Modellierungsumgebung für vernetzte Dienste. Das Studio hilft Ihrem technischen Expert, die Designer dieser digitalen Intelligenz zu werden. Wir haben eine Umgebung geschaffen, wo es nicht erforderlich ist, Einfühlungsfähigkeiten zu erwerben. Also Sie können eine Big Data Datenbank verwalten, Sie können die Verbindungen erstellen, Sie können zeitlich in einer gesicherten und interpretierbaren Weise abbilden, was in der Realität nicht vorhanden ist, da die Daten nicht regelmäßig erfasst werden. Es handelt sich um etwas, das bereits für Sie vorbereitet ist, sodass Ihre Experten sich darauf konzentrieren können, ihre technische Fachwissen durch die Daten auszudrücken. Und wenn es mit den Daten fertig ist, gibt es die Parallele zu dem, was Sie in den Daten entdeckt haben, muss eine Aktion für die Menschen vor Ort werden. Dafür steht Ihnen ein Editor für die vollständige Inhaltsgestaltung zur Verfügung, sodass Sie die Art des Beitrags definieren können. Es können Posts, Checklisten, Dashboards und so weiter sein. Und sie sind in 7 Sprachen verfügbar. Natürlich sprechen wir über Daten. Was bedeutet, dass wir Maschinendaten verbinden und sammeln müssen? Dafür haben wir den Prozess in einer sehr belastbaren Datenpipeline wirklich vereinfacht. Was bedeutet eine belastbare Datenpipeline? Aus unserer Erfahrung mit der Verbindung von Produktionsstandorten wissen wir, dass Sachen täglich passieren, die sich auf Datenpipeline auswirken können. Deshalb haben wir ein System entwickelt, das in der Datenpipeline auf diese Probleme aufmerksam macht, aber wir haben es auch vereinfacht, die Daten wiederherzustellen und sie per Transaktion zurückzuschicken. Die Strategie der Sammlung von Daten hängt von der Strategie der Datenverwaltung Ihres Kunden ab. In meisten Fällen sind wir im gelben Quadrat. Wir verbinden die Maschinen direkt über die SPS mit einem IoT-Gateway. Es kann ein formales Gateway oder ein IPC sein, um die Daten sicher mit verschlüsselten Signalen MQTT oder OPC UWAS zu übertragen. Die meisten Fälle befinden sich in dieser Situation, aber Sie können auch eine andere Produktionsstätten finden, die sich entschieden haben, die Datensammlung durch eine Data Lake selbst zu organisieren. Und für uns ist dies transparent und wir wollen, dass es dass dies auch für Sie so ist. Sie machen wahrscheinlich überall auf der Welt Geschäfte. Und das Ziel des Digital ist es auch überall und jederzeit verfügbar zu sein. Dies zu erfüllen, müssen wir auf allen Plattformen verfügbar sein. Die Applikation kann mit einem PC, Laptop, Smartphone oder Tablet betrieben werden, aber auch auf dem HMI einer Maschine.
Es handelt sich um eine Web-Applikation, sie funktioniert, sorry, über einen Browser und man muss nichts herunterladen, um sie zu benutzen. Bisher haben wir die Applikation in 7 Sprachen zur Verfügung gestellt. Die Applikation ist wirklich mehrsprachig. Ich meine hier, dass die vollständige Satz in 7 Sprachen verfügbar sein kann. Wie zum Beispiel die Beispiele mit den Beiträgen oder die gesamte Umgebung mit den Menüs, die Sie während der Vorführung gesehen haben. Die verfügbaren Informationen werden je nach Benutzerprofil automatisch in die Landessprache übersetzt. Es handelt sich um die Variablen, die sich aus der SPS entwickeln, was bedeutet, dass die Grafiken, die automatisierten Posts und die Dashboards in der lokalen Sprache sein werden. Ich denke, also nicht, dass ja, das ist ein Schlüsselwert, um die Akzeptanz der Lösung bei Ihren Kunden zu erweitern und zu beschleunigen. Zum Schluss werde ich Ihnen die wichtigsten Begriffe nennen, die Sie bei InnoSemrush im Auge behalten sollten. Das Hauptziel von InnoSemrush ist es, Maschinen Erstellern zu helfen, ihr Know-how auf digitale Weise zu kapitalisieren und zu verkaufen. Dies stellt eine neue Quelle von wiederkehrenden Einnahmen für Maschinenhersteller dar, die dann der Maschinendaten zur Verfügung stellt. Dann begradigen sie die Beziehung zu ihren Kunden, was die Vermittlung durch ein Serviceunternehmen verhindert. Heute ist es für einen Maschinenhersteller wichtig, das Know-how zu kapitalisieren. Das technische Wissen ist ja oft innerhalb ihrer Teams verteilt und kann gleichzeitig mit dem Ausscheiden von den Mitarbeitern aus dem Unternehmen wieder verschwinden. Und schließlich bietet InnoSemrush die Möglichkeit, sich beim Verkauf der Ausrüstung von der Konkurrenz abzuheben. Das war alles. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und falls Sie Fragen haben, stelle ich natürlich zur Verfügung. Ja, dann schon mal ganz herzlichen Dank, Herr Bentoumi, an dieser Stelle schon mal für den informativen Vortrag. Wie gesagt, wenn jetzt noch Fragen aufgekommen sind, können Sie die jederzeit gerne über den entsprechenden Button bei Ihnen im Menü stellen. Ansonsten, Sie sehen hier die Kontaktdaten, ist natürlich auch eine Kontaktaufnahme im Nachgang noch möglich. Das ist ja öfters so, dass Fragen erst mit ein bisschen Abstand zu dem eigentlichen Vortrag noch aufkommen. Da steht Ihnen Herr Bentoumi aber sicherlich auch gerne zur Verfügung noch. Wir warten jetzt noch kurz einen Moment ab, ob jetzt aktuell Fragen eingehen. Während wir warten, vielleicht noch kurz der Hinweis: Denken Sie daran, im Nachgang dieser Websession sich auch noch Ihr Teilnehmerzertifikat herunterzuladen, damit Sie einen kleinen Nachweis haben, dass Sie an den Websessions teilgenommen haben. Das noch mal als Hinweis. Aktuell immer noch keine Fragen, die reinkommen. Scheinbar ist soweit alles klar geworden, beziehungsweise sind keine Fragen aufgekommen. Wir warten noch einen kleinen Moment ab. Jetzt sehe ich hier gerade eine Frage, die eingegangen ist. Herr Bentoumi, ich lese sie einmal kurz vor. Ist das in Ordnung? Ja, okay. Und zwar lautet die Frage: Kann es passieren, dass eine fehlerhafte Meldung ausgegeben wird und an der falschen Stellschraube gedreht wird? Das heißt, falsch optimiert wird. Ansonsten wäre es ja dann halt keine, beziehungsweise ansonsten ist es ja definitiv eine Unterstützung, das ganze Programm. Aber kann es passieren, dass eine fehlerhafte Meldung ausgegeben wird? Ja und nein. Es kann passieren, falls falls das richtige Problem falsch identifiziert wurde. Und was ich jetzt sagen kann, ist es, dass deswegen sagt man, dass wir kombinieren die Fachkenntnisse von Menschen und von Daten. Und das ist sehr wichtig, diese beiden Ideen im Kopf zu haben, weil damit wir vermeiden, solche Situationen zu haben. Aber
Aber kurze Frage, darf ich vielleicht fragen, ein paar Informationen über die Frage? Ist es über prädiktive Wartung, dass die Frage ist? Okay, ja, wir müssen kurz warten, ob der Teilnehmer uns das kurz nochmal schreiben kann. Aber wie gesagt, ansonsten, wenn die Frage jetzt auf Anhieb nicht geklärt werden kann, es kann ja schon mal sein, dass es dann auch etwas mehr Details erfordert, haben Sie ja die Kontaktdaten. Natürlich. Genau. Warten noch kurz, ob eine Ergänzung zu der ersten Frage kam. Einen kleinen Moment warten wir noch ab. Ich sehe jetzt keine Ergänzung zur ersten Frage, allerdings ist eine zweite Frage noch eingegangen. Ja, ich sehe persönlich eine Frage. Sind die Maschinen in Echtzeit verfolgt oder wird Ganz die genau. Fehlermeldung beispielsweise einmal am Tag? Also die Maschinen sind in Echtzeit verfolgt. Natürlich. Aber ich glaube, dass diese Frage mit Datensammlung gelungen ist. Also für manche Informationen, zum Beispiel für ja, Produktionsinformationen, werden wir alle in Echtzeit folgen. Aber zum Beispiel gibt es andere ja, Connected Service, vernetzte Leistungen, die ja, eine niedrige Frequenz benötigen. Und diese Daten werden vielleicht nicht einmal am Tag, aber es hängt davon ab. Es hängt von dem Projekt, das wir haben für ein Connected Service. Also, aber es gibt beide, ich würde sagen, dass es beides gibt. Also einmal pro Tag und andere Daten, die regelmäßig gesammelt werden. Alles klar, dann ist die Frage auch beantwortet soweit. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Schauen Genau, ich würde sagen, wie gesagt, Fragen jederzeit auch im Nachgang möglich. Sie sehen die Kontaktdaten. Wenn Sie dann noch ein, zwei abschließende Worte vielleicht sagen wollen, Herr Bentoumi, an die Teilnehmer noch, sich verabschieden wollen, können Sie das gerne Ja, noch na tun. klar. Ja, es war eine schnelle Vorstellung von unserem Produkt vom Maschinenhersteller. Aber wirklich, ich glaube, dass so ein Thema benötigt ein bisschen mehr Zeit. Und falls Sie mehr über die Lösung oder das System erfahren möchten, bitte zögern Sie nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und wir können ein bisschen weiter über Daten und auch die Entwicklung von vernetzten Dienstleistungen sprechen. Und ja, heute ist es vielleicht sehr wichtig für alle industriellen Akteure daran zu denken. Und ich kann auch Ihnen alle Informationen geben, falls Sie interessiert sind. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Bentoumi. Dann auch ganz herzlichen Dank natürlich für den wirklich informativen Vortrag. Allen Teilnehmern auch nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe auch gerade gesehen, der Teilnehmer mit der ersten Frage wird sich wahrscheinlich bei Ihnen im Nachgang noch einmal melden, hat er gerade geschrieben. Das sollte dann soweit auch geklärt werden können. Ja. Genau, ansonsten, wie gesagt, Herr Bentoumi, vielen Dank. Alle Teilnehmern, vielen Dank nochmal. Denken Sie auch daran, dass noch weitere Websessions diese Woche auf Sie warten, zu denen Sie sich auch anmelden können. Das nur als kleiner Hinweis. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und ja, auf Wiedersehen. Vielen Dank.